ist das Wetter auch noch so schlecht. Michael Hanke kann nicht von ihnen lassen, von seinen Damaszenertauben. Mit Regenwasser bereitet der 14-jährige Realschüler seinen Zuchttieren ein Bad. Seit 4 Jahren hat Michael sein Herz an die Tauben verloren und kann sich kein spannenderes Hobby vorstellen. Ich könnte jetzt zum Beispiel nicht so ein Hobby haben wie irgendwas basteln oder so, weil da sieht man zwar einen Fortschritt, aber man bekommt ja keine Preise oder so dafür. Also man sieht halt selber, dass es was weitergeht, aber im Endeffekt jemand anders sieht es nicht. Und bei den Tauben, da sieht man halt, wenn man in einem Zuchtjahr weitergekommen ist in seiner Zucht, dann bekommt man dafür halt Prämien. Seine Tauben beschäftigen Michael fast rund um die Uhr. Bis zu 6 Stunden am Tag verbringt er an der Voliere. Früher züchtete hier Michaels Opa seine Brieftauben. Nach dessen Tod standen die Käfige jahrelang leer, bis Michael vor 4 Jahren vom Taubenvirus erfasst wurde. Inzwischen ist er ein erfolgreicher Züchter, einer der ganz wenigen Jugendlichen, die eine eigene Zucht betreiben und nicht die Tiere der Väter oder Großväter ausstellen. Da kommen die Hausaufgaben schon mal ein bisschen zu kurz. Doch Michael ist im Zugzwang. Sein Vater hat ihm versprochen, die Voliere nur zu vergrößern, wenn die Noten am Schuljahresende passen. Seine Gedanken kreisen aber um die Tauben, um seine Zuchterfolge und seine 13 Pokale, die er bisher gewonnen hat. Bei Ausstellungen im ganzen Bundesgebiet für seine Damaszener und seine Lockentauben. Kaum ist die letzte Matheaufgabe gelöst, beschäftigen ihn schon wieder die Tauben. Fein säuberlich in einer Excel-Tabelle festgehalten im Zuchtbuch. So, also hier habe ich jetzt meine Jungen von heuer aufgeschrieben. Hier vorne, das ist die Ringnummer. Dann meine Zuchtpaare, die haben alle einen Farbring, sodass ich sie unterscheiden kann. Also die stammt halt jetzt zum Beispiel vom roten Zuchtpaar. In diesem Jahr ist Michi mit seinen Lieblingstauben unzufrieden. Irgendwie klappt's nicht so mit der Nachzucht bei den Lockentauben. Seine 9 Brutpaare haben nur 8 Junge. Woran das liegt, konnte ihm bisher noch niemand sagen. Denn Lockentauben züchten ist eine ganz besondere Herausforderung. Da können ihm auch die erfahrenen Vereinskollegen vom Kleintierzuchtverein Eckersmühlen nicht weiterhelfen. Und heute ist es mal wieder so, er gibt die Tipps und die Kollegen hören zu. Man muss die Tauben schon so 10 bis 14 Tage vor der Ausstellung komplett waschen. Am besten nimmt man 3 Eimer. Ich mache da immer den ersten mit Wasser, mit Seife, den zweiten mit Wasser und Essig und den dritten mit klarem Wasser, weil die Seife weicht den Dreck ein. Der Essig macht den Dreck aus dem Gefieder durch die Säure und dann halt nochmal das klare Wasser, dass alles ab ist. Zuchtwart Walter Nerreder hat Michael vor einigen Jahren das erste Paar Tauben geschenkt. Zur Nachwuchswerbung. Ist auch Ausnahmezüchter, sagen wir mal so. Ja. Solche gibt es nicht viel in Deutschland. Weil, wie der mit denen umgeht, das ist ja. Das kann nicht einmal ich. Doch lange hält es Michi nicht im Vereinsheim. Und weil er alles rundum vergisst, wenn es um seine Tauben geht, bringt ihm Vater Wolfgang eine Jacke. Er kommt Michi wie gerufen. Die jungen Damaszenertauben müssen langsam an die Schaukäfige für Ausstellungen gewöhnt werden. Michi will seine Vögel schließlich bundesweit präsentieren. Viele Jugendliche sind bei den großen Vogelschauen nicht vertreten. Da ist unser Michi eine ganz große Ausnahme. Es ist auch so, dass wenn Altzüchter auf mich zukommen, die eigentlich mit mir versuchen, ein Gespräch anzufangen. Und ich dann immer sagen muss, Moment, ich kenne mich gar nicht aus mit Tauben. Sie müssen mit meinem Sohnemann reden. Und dann sind sie mal ganz verdattert, ja, wieso sollen wir jetzt mit dem Sohnemann reden? Und es ist aber wirklich so, dass er das alles macht und ich bin eigentlich wirklich nur der Chauffeur. Geduldig fährt Wolfgang Hanke seinen Sohn kreuz und quer durch Franken. Schnell mal 30 Kilometer zum Futtermittelhändler. Der 14-Jährige ist wählerisch, was das Futter angeht. Michael will seine züchterischen Erfolge vom vergangenen Jahr, immerhin bayerischer und deutscher Meister, wiederholen. Und der Papa bezahlt alles? Nein, der Papa zahlt nicht alles, der Papa bezuschusst. Weil ich finde, er soll schon Verantwortung dafür übernehmen, was er auch Geld ausgibt. Er kann sich nicht einfach, ich sage jetzt mal, das x-beliebig teuerste Futter raussuchen, sondern er soll schon bewusst überlegen, wann füttere ich was. Trotz seiner 14 Jahre hat sich Michael schon so viel Anerkennung in Züchterkreisen erworben, dass er inzwischen gutes Geld für seine Zuchttiere bekommt.
Und damit finanziert der Schüler seine Leidenschaft. Würde ich sagen. Wie soll man in der